immer diese Radfahrer. Meine Damen und Herren, das war ein beliebter Spielfilm mit Heinz Erhardt in den 70ern. Heute entlasten Radfahrer unsere Umwelt. Radfahren ist gesund und vor allen Dingen hält Radfahren fit. Alois. Alois, wo bist du denn, Menschenskinde? Ja, ich komme ja schon. Ja, jetzt sei mal ehrlich, war jetzt das nicht herrlich? Hä? Unsere Radtour? Herrlich. Ha ja. Ich kann nicht mehr, ich bin halber hier. Lass uns eine Pause machen. Also so schlimm war es jetzt auch wieder nicht. Ah, Menschenskinde. Wir sind nämlich extra der Fitness und der Umwelt zuliebe mit dem Fahrrädle heute Abend zu dieser Veranstaltung gekommen. Ja, 115 Kilometer, bergauf, bergab. Da lernst du Muskeln an dir kennen, die habe ich meiner Lebtag noch nie entdeckt. Jetzt jammer doch du nicht so. Du bist doch durchtrainiert. Oh. Also das muss ich echt sagen, ich will nicht ergeben, aber mein Alois, seit 20 Jahren fährt er bei Wind und Wetter, ist der ins Geschäft geradelt. Ja, aber das sind ja gerade mal 2 Kilometer. Ja, trotzdem, das darf man ruhig sagen. Und jetzt tut er immer noch sonntags mit seinen alten Herren nochmal 50 bis 60 Kilometer radeln. Respekt, also wenn du nicht durchtrainiert bist, wer dann? Hä? Das weiß ich mein Weib gar nicht. Aber ich gehe mit meinen Männern gang am Sonntagmorgens immer bloß in Nachbarflecken. Fahren wir rüber, gehen den Ochsen und dann machen wir Freeshoppen. Wenn wir so 2-3 Stunden geshoppt haben, dann gehen wir auf den Klo, spritzen uns überall nass und dann kommen wir ganz verschwitzt daheim. Und dann hast du einen ganz ruhigen Sonntagnachmittag auf dem Sofa. Und seit mein Alois jetzt in Rente ist, machen wir sein Hobby gemeinsam. Ja, gemeinsam. Sie hat sich ein E-Bike gekauft ja. Und ich kann gucken, wie ich mit meiner Dreigangschäse hinterherkomme. Ich finde, du machst das super. Ja, super. Ja? Wisst ihr, wie frustrierend das ist? Wenn du eine 15-prozentige Steigung hochtreppelst, Umdrehung für Umdrehung du dich nach oben kämpfst, Zentimeter für Zentimeter, die Schweißdrüse laufen volllast. Und dann fährt eine untrainierte Frau an dir vorbei, winkt dir zu und sagt, ich warte oben. Jetzt sei halt nicht so. Ja. Menschenskinde, auf jeden Fall, seit es die E-Bike gibt, finde ich das klasse. Da macht mir der Fahrradsport richtig Spaß. Sport, ja. Das heißt beim E-Bike nicht mehr Sport. Das ist Faulheit. Was? Ja, da musst du bloß in deine Kiche gucken. Was soll denn das mit meiner Kiche jetzt tun? Meine Mutter, die hat noch alles in der Kiche von Hand zubereitet. Und du? Elektrische Küchenmaschine, elektrischer Handrührer, elektrischer Dosenöffner, sogar Salz- und Pfefferstreuer geht da mit Akku. Denk doch einmal an den Klimaschutz. Meine Küche ist klimatisiert. Ja. Außerdem, mein Papa, der hat seinen Wiesner mit 3 Schafen gemäht. Ja. Und du, Benzinaufsitzrasenmäher, elektrischer Vertikutierer, ein Rasen-Akku-Rasenkantenschneider und seit neuestem verhängt draußen noch ein Roboter, der auch noch den Rasen mäht, damit du, stinkfauler Digger, gar nichts mehr machen musst. Das ist doch was ganz anderes, das verstehst du nicht. Das ist Technik. Das ist überhaupt nichts anderes. Doch, das verstehst du nicht. Jetzt bist du auf eine Biene getappt. Was? Ja, jetzt hast du eine Biene zusammengetrappt. Oh da, Gott. Die ist hey. So oh. Zur Strafe darfst du jetzt eine Woche keinen Honig mehr essen. Wir nämlich Insekten sterben. Was darf ich? Eine Woche keinen Honig mehr essen. Ja, dann pass aber du auf, dass du nachher beim Heimradeln nicht aus Versehen über einen Fegele drüber fährst. Wieso? Wieso? Hanna darf, ja, der dauert ein bisschen, gell? Wieso ähnlich? Ja. Na, weil, das sag ich dir, dann darfst du nämlich auch eine Woche lang mit mir. Ja, ist das jetzt eine Drohung oder ein Versprechen? Ach, du bist doch bloß narret, weil ich eine bessere Kondition habe wie du. Guck mal her, wie du schwitzt, wie du tropfst wie ein Kieslaster. Ja, das ist ja auch kein Wunder. Wenn ich das Plastikklump da haben muss. Dieses Polyethylen, das ist auch nicht recycelfähig. So oft wie du neifertsch, ist das sogar Bio. Mensch, ehrlich. Ich bin früher mit dem
mit einer kurzen Hose und einem Baumwoll-T-Shirt Fahrrad gefahren. Und seit du mitfahrst, muss ich eine Multifunktionsradlerhose anziehen. Ich weiß gar nicht, warum die Multifunktion heißt. Da funktioniert gar nichts mehr. Ja, das liegt aber nicht in der Hose. Quack. Das ist, weil man so viel Plastik da hinten, Polster hinten drin hat. Da kannst du gar nicht mehr richtig laufen. Ja, aber da kannst du dich gleich ins Altersheim gewinnen. Weil da wirst du auch mal wieder Winzeln tragen. Ich gehe mal nicht ins Altersheim. Ja, natürlich gehst du ins Altersheim. Nee. Ja, ganz sicher gehst du ins Altersheim. Aber auf gar keinen Fall. Aber ganz klar, weil ich habe dich ja schon angemeldet. Was hast du? Ich habe schon den Vertrag gemacht. Nix, dann kannst du umschreiben, dann schreibst du deinen Namen. Den schreibe ich nicht um, weil du glaubst doch nicht, dass mir Weiber mit 70 ich alte Dackel immer noch alles hinter drei Reimen willet. Doch. Neue. Wir Frauen, wir sind mit 70 noch knackig, jung und frisch beieinander. Ich sag dir, sie sehen mich jetzt schon im Auto ans Meer fahren. Ja, dann nimm aber einen großen Geldbeutel mit. Weil bei deinem Orientierungssinn wirst du ans Meer ein paar Mal tanken müssen unterwegs. Ach, du kannst mir das überhaupt nicht madig machen. Ich träum L-Nacht. L-Nacht träum ich jetzt schon. Vom Strand Rimini auf Mallorca. Ja. Oh, ich komme. Ja, da musst du aber morgens losfahren, dass du abends in Rimini am Strand bist. Herzlich, Monser David Hasselhoff ist dort noch Rettungsschwimmer. Ha, ja, natürlich, Elsbeth. Natürlich, der David Hasselhoff, der wartet jeden Donnerstag auf den Flieger aus Stuttgart mit einer knackigen 70-Jährigen. Mensch, Elsbeth, der David Hasselhoff, der ist doch gar nicht auf Mallorca, der ist in Malibu. In Malibu? Das ist Rimini, rechts weg. Boah. Gut, dann bleib ich halt doch im Schwabenland. Dann bleib ich halt doch bei dir, hä? Oh. Ich glaub, die Chance ist mir jetzt raus. Sag mal, merkst du mich eigentlich nicht mehr? Ich finde, du hast mir schon lange nicht mehr gesagt, dass du mich magst. Wann hat's denn deiner das letzte Mal zu dir gesagt? Vorhin! Oh! Hat er eine Vase angeschmissen daheim, hä? Ich Rindviech. Was hätte ich gekriegt, was er nicht genommen? Oh Mann, vorhin. Ich weiß noch ganz genau, wann ich das zu dir gesagt habe. Wir sind jetzt 32 Jahre verheiratet. Und ich weiß noch ganz genau, wann ich das zu dir gesagt habe. Es war in der Hochzeitsnacht. Da habe ich das zu dir gesagt. Und wenn sich etwas ändert, dann gebe ich dir Bescheid. Also. An die Hochzeitsnacht kann ich mich auch noch erinnern. Die war schon, also Alois, aber... Oh, oh, oh. In der Hochzeitsnacht, da haben wir eine Liebe auf... Also ich war so... Also, die hat schier ihr Schrumpfhaus nicht rad können, so schnell war ich. Freilich, und heute könnt ihr Bärle sogar stricken. Ja. Hello! Alois! Und Elsbeth Scheidle unterwegs mit ihrem Fahrrad. Meine Damen und Herren, Birgit Pfeiffer und Markus Neuweiler vom Backnanger Karnevalsclub. Auf euch ein dreifach kräftiges Scheidle. Hello! Radfahren. Hello! Backener. Hello! Dankeschön und radelt schön heim.